Hallo und willkommen zurück zu Divinity Original Sin 2. Noch im Gespräch. Und letztens waren wir stehen geblieben bei. Ja, da steht sie. Dein verborgenes Geheimnis, dein tiefstes Begehren, nach der du dich sehnst, seit deine Seele Bewusstsein erlangt hat. Blicke treffen sich. Ja, das ist so ein bisschen. Okay. Bin so ein bisschen raus. Moment, ich kann ja hochscrollen. Weil ich nehme das nämlich nicht am selben Tag so aufs. Okay, alles klar. Dann machen wir mal. Sind immer noch übrigens in der Halle der Echos. Ja, das erste Mal im Endeffekt, wo wir jetzt eine Quellen-Story-Fähigkeit bekommen haben, nämlich Geistersicht. Frag mal, wer sie ist. You think her but a mirage, ephemeral as smoke. But you know better, don't you? Know with all your soul. Ach ja, sie hat sich ja verwandelt in diese rote Prinzessin. Das war ja letztes Mal. Kann man es auch nochmal sehen? Nur 18 von 18 Lebenspunkten, also die ist. Die hält nicht sehr viel aus. I could drop a stone into the well of your heart, and it would take the span of a son's life for the little traveler to hit bottom. Such is the depth of your devotion. It is a good thing for the Life Shaper to possess such affection. For she too, your secret love, has her part to play in downfall and divinity. Now of divinity, let me give you a taste. She steps close, puts her hand on your chest and leans in. Kiss me, my prince, for I am her. Kiss me. For I am your one true love. Okay. The kiss is long and sweet as rose water. As it endures, you can feel a whole new power invade and expand your spirit. Aha! Wir bekommen. Ich weiß gar nicht. Bekommen wir die See. Bekommen wir jetzt beide Fähigkeiten, sowohl die Geistersicht als auch den Segen? Das wäre natürlich super. Ansonsten, Geistersicht ist eh so eine Sache. Braucht man jetzt nicht unbedingt so häufig. Segen. Damit können wir die Kammer jetzt öffnen, indem wir den Hebel quasi segnen. Könnten wir theoretisch nochmal machen. Jedoch haben wir den Läuterungsstab ja schon, den wir eigentlich brauchen. Also im Endeffekt brauchen wir das nicht nochmal machen, aber wir können ja mal reingucken. Ich war nämlich noch nie in dieser Kammer drin. Und ja, wir haben zumindest den Segnungszauber jetzt endlich erlernt. Also im Endeffekt muss man einmal hier rein, um den Segnungszauber erlernen. It is Solstissa who is withdrawn from you. In her own godly guise once more. Ich werde diesen Kuss nicht vergessen. No. Find your true love and forget my kiss. Remember only the blessing I gave you. Cherish this purest of pearls I have given you. A droplet of untainted source, and a promise of things to come. I blessed the very water beneath your feet. Now you may wield that power for yourself. So take it with you, back to our beautiful world. There, use it to make that world yours. Ich habe aber noch 1000 Fragen. Of course you have. But they can wait. What is life without a little mystery? Before I let you go, though, there is one more matter we must touch upon. You are traveling with company, yes? Ja.
Ja, ich reise mit Freunden, die sehr besonders sind. No, not friends, rivals. They are godwoken too, and may be courted by the lesser six. But you will be a god, none other. Smile at your fellow wanderers, but ready your knife, for its time will come. Ja. Das Ding ist, dass das in dieser Story, im Singleplayer natürlich nicht so ganz klappt. Also, ich als einziger, mein Hauptcharakter ist den Charakter, den ich steuere. Alle anderen werden dann automatisch. Ich kann natürlich alle selbstverständlich natürlich normal steuern, aber mein Hauptcharakter ist derjenige, der den ich normal eigentlich steuere, den ich erstellt habe. Und somit werden alle anderen vom Computer gesteuert. Und wenn ich jetzt dann das Ziel erreiche und dann, weiß ich für sich was, da total der, ne? Also dann. Oh, weiß nicht, Gott erweckt, bin ich ja schon, aber. Ne, ihr wisst schon, mein Ziel erreiche. Dann erreiche ich auch mein Ziel und alle anderen dann halt eben nicht. Das ist aber, wenn du, wenn man im Multiplayer spielt, es ist so, dass es durchaus dann am Ende Rivalitäten zwischen den Spielern geben kann und man sich dann am Ende nochmal ein bisschen bekämpft. Das ist ziemlich geil, aber das funktioniert halt jetzt im Singleplayer nicht, also das erleben wir so wahrscheinlich nicht. Außer natürlich, dass es doch auch so passieren könnte, aber das glaube ich nicht. So, now we must part. With fire in your soul and resolve in your mind. We'll meet again, Red Prince. Always will I walk beside you. The goddess steps back and waves, the warmth of her lips still lingering on yours. Then sudden light and lightning, and you are gone. Okay, wir bekommen nur den Segnungszauber, wir bekommen nicht den anderen Zauber. Okay, gut. Egal. Denn der ist eh viel geiler. Den haben übrigens auch alle bekommen, also nicht nur ich, sondern auch gleich automatisch alle. So, dann gucken wir mal. Hat sich was aktualisiert? Champions der Götter. Tag 5, 14:22 Uhr. In der Halle der Echos traf ich meinen Gott und erfuhr, dass ich Gott erweckt war. Das haben die anderen natürlich auch währenddessen erfahren, ne, weil die ihren Gott quasi getroffen haben. Aber das wurde jetzt hier nicht angezeigt. Storymäßig aber schon. Jemand in der ungeheure. Ne, jemand. In dem ungeheure Quellenkräfte schlummern. Ich habe das Potenzial, ein Champion der Götter zu werden. Mir wurde gesagt, dass ich zuerst vom Auge des Schnitters entkommen muss. Außerdem soll ich langfristig keinen anderen Gotterweckten vertrauen. Schließlich habe ich eine Kraft von meinem Gott erhalten, Kraft zu segnen. Also schließlich habe ich eine Kraft von meinem Gott erhalten, die Kraft zu segnen. Ja, haben alle anderen auch. Also. So, die Stimmen sind geschlossen. Tag 5, 14:22 Uhr. Ich habe die mysteriöse Stimme kennengelernt, die mich vor dem Meer bewahrt hat. Es war mein Gott, der sich an mich wandte. Seltene Beute, Tag 5, 14:22 Uhr. Garrett hat uns erzählt, dass die Gotterweckten gejagt werden. Wir sollten vorsichtig sein, um die Aufmerksamkeit der Jäger nicht auf uns zu lenken. Zeichen des Widerstands, Tag 5, 14:22 Uhr. Da wir erfahren haben, dass wir Gotterweckte sind, sollten wir die Suche über unseren einzigartigen Status informieren. Müssen wir sowieso, denn wir haben ja jetzt den Deutungsstab. Deswegen können wir Garrett jetzt sagen, dass sie sich jetzt positionieren können an dem Ort. Und wir müssen dann da auch noch hin zu dem Ort, können dann aber währenddessen aber auch erstmal andere Sachen noch erledigen. Deswegen gehen wir gleich erstmal wieder zurück zum Sucherlager. Die Waffenkammer, Tag 5, 13:26 Uhr. Wir sind jemand. Nee, wir sind jetzt. Wir sind jemand.
Wir sind jetzt instande, Segnungen durchzuführen. Vielleicht können wir diese neue Kraft auf den verfluchten Hebel anwenden, wie Murnia die Tapferei es beschrieben hat. Und wir könnten diesen Typen segnen auch. Und den theoretisch heilen, was wir dem ja auch versprochen haben. Ja, das ist ja auch noch, glaube ich, offen. Ja. Sibylle is pensively tracing a new name on her arm. Gilded letters in an ancient alphabet. Was da wohl auf dem Brief steht? Sibylle. My own name. A little gift from Tyr and Dilius. Leave it to a god to be overly dramatic. Warum sollst du... Was? Fragen, warum er ihnen ihren Namen auf ihre Haut schreiben sollte. Must be a celestial party game. Or maybe he wanted to teach me a lesson. If the latter, he has much to learn. Okay. Nun gut, wir haben es geschafft. Hier können wir jetzt raus, indem wir hier müssen im Hebel sein, ne? Da. Die Barriere weg. Und wir haben es geschafft. War hier nochmal, vorsichtshalber. Gut. War jetzt nochmal der Ausgang? Da, ne? Oder? Nicht da? Hä? Wo war nochmal? Hä? Ausgang war... War jetzt Ausgang? Oh no! Hier, das muss da sein, ne? Den kann ich nur noch nicht anklicken, weil ich noch zu weit entfernt bin, ne? Ja, genau. Ja, verwirrend. So. Gut. Bin raus. Und jetzt können wir erstmal wieder hier zum Heiligtum, glaube ich, ne? Genau, also wir könnten die jetzt sagen, hey, sind hier auch die Markierungen auch ein bisschen mehr verschwunden. Wir können jetzt sagen, hey, geht mal alle dahin, wir haben jetzt einen Deutungsstab. Das machen wir auch. Dadurch triggert noch, wird noch nicht der Kampf getriggert, der hier startet, um halt von dieser Insel wegzukommen. Das wird noch nicht passieren, die müssen wir selber nochmal triggern. Na, also nicht irgendwie denken, oh nein, jetzt überspringen wir noch ein paar Sachen. Denn ja, natürlich, hier haben wir noch nichts aufgedeckt. Hier ist auch noch etwas, was ich gerne auch noch machen möchte. Denn da ist nämlich so ein kleines Easter Egg von einem anderen Divinity-Spiel, einem früheren Divinity-Spiel aus der Reihe. Und also ich nenne es mal Easter Egg, aber es muss nicht unbedingt eins sein, aber na, wenn wir nämlich jetzt mal machen. Gehen wir hier hin zurück. Sieht eigentlich geldtechnisch aus. Wir müssen eigentlich auch mal klauen und all sowas, aber wie gesagt, das bringt halt noch nicht so wirklich was. Gerne erstmal warten, bis wir umskillen können. Das macht dann noch ein bisschen mehr Sinn. So. Die hat noch eine Quest. Das war ja die Quest mit den Seelengefäßen. Have you found them? Did you bring the soul jars? Ja, wir haben sie gefunden. They are relics of great power. Please, you must give them to me. If I can make an offering of them to Armadia, it could aid your cause. Seelengefäße mit der Aufschrift Gratina. Tatiana geben. She reaches greedily for the jar, tearing the cap off. You see a green glowing light emerge from the jar, enveloping Gratiana. By Armadia, I feel wet. Oh goddess, I can feel your tears upon my face.
was ist dir zugestoßen? I suppose you deserve to know. Before I knew Armadia's grace, I was a very different person. I was the concubine of Bracchus Rex. But more than his lover, I was his partner. I discovered his power to feed on the source of others, and I allowed it to... No, I made it happen. Warum hat sie so... Fragen, warum sie so etwas getan hat. You don't understand. No one understands. My heart held such fear. But with Bracchus, I was safe. He needed me. And as his strength grew, so too did mine. There is nothing you cannot do when you sit on the lap of a powerful king. And I did it all. But power changes a man, as he changes his nation. Bracchus grew paranoid, angry, murderous. Er muss schrecklich gewesen sein, zu sehen, wie er sich verändert. I tried not to see it. I told myself it was fine, that the stronger he became, the stronger I was. What stupid lies. I gave him more and more, trying to win him back to me. I offered him the source of whole villages. He devoured them and demanded more. The lands outside were once green and beautiful until I came, until I turned them over to him. Now all's poison and the dead are restless. Ja, feststellen, dass sie offenkundig für ihre Verbrechen büßt, was auch immer sie waren. Armadia is merciful in her love. I found this shrine while hunting a band of wizards. I found the goddess weeping for her children, and I wept too. Bin froh. Nee, oder? Ja, doch. Ich bin froh, dass sie ihren Weg gefunden... Nee, dass du deinen Weg gefunden hast. She pauses for a moment. If she had eyes, you're sure she'd be wiping them. Through Armadia, I saw my sins, and I could bear it no longer. I threw myself from the cliff at the entrance. I tried to rid the world of my evil. But Bracchus would not allow it. He brought me back from the Hall of Echoes. Locked my soul away and demanded my obedience. Even in death he commanded me. Wie bist du denn gekommen? Only when two source hunters ended his curse was I free. Since then I have returned here and spent centuries trying to heal the pain I've caused. And now... Ja. Wer wohl die beiden Quendinger waren? Ich weiß es nicht, ob es die aus dem ersten Teil waren. Eventuell könnte es so sein. Aber vielleicht auch nicht. Wer weiß. She drops the now empty soul jar to the ground, smashing it to pieces with her foot. You have my thanks, brother. Nachher greifen und sich fest an sich drücken. Ihr für die Geschichte und dafür danken, dass sie ein gutes Leben zu führen versucht. She starts to speak, but chokes back a sob instead. Thank you. I can't. I've never known such kindness. Thank you for everything. May you walk forever in Armadia's grace. So, wir bekommen ein bisschen Erfahrung und ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob wir wirklich alle abgeben können, aber vielleicht sogar auch gar nicht. Ich dachte eigentlich, dass man dafür dann immer für jeden Einzelnen auch noch ein bisschen was bekommt. Aber wie schon hat sich die Quest ist eh schon komplett abgeschlossen. Sweet Mother. Ja, Lederhandschuhe. Hear my prayer. Bless their allies with the courage to do what is right. He'll take care of a sweet Armadia. Ich weiß halt nicht. Hear my prayer.
It's peaceful here, but I'll not be sorry to see the back of these swamps. Gratiana, my newest and oldest friend. Thank you. Okay. I serve Amadia's Hose. And her children. Nein. Oder? Nee, das war gar nicht. Nein, nee, das war hier irgendwie so ein Mantel oder so. Oder hier so eine Kappe mit Intelligenz, aber. Naja, gut. Handschuhe sind besser als die, die ich habe. Und dann schauen wir mal. Kann sie die tragen? No. Kann er sie tragen? No. Kann er die Handschuhe tragen? Blessed Amadia. Grant these soldiers your protection. I pray you will strengthen their spells. Guck mal kurz, ob sie eventuell noch die anderen nimmt. So no curse may pass it. I pray you see them. My thanks, friend. Nee. Okay. Ja, die anderen Seelengefäße können wir demnächst einmal öffnen. Das machen wir aber noch nicht nächstes Mal. Es ist die Aufnahme eh jetzt vorbei, denn wir werden jetzt erstmal, also nächstes Mal, nächste Folge, werden wir mit dem guten, wenn wir den hier irgendwo finden, da läuft er hier immer ein bisschen rum, mit dem Garrett sprechen und sagen, wir sind ready, denn wir müssen den jetzt hier drin haben, den Läuterungsstar. Oder? Oder nicht? Doch, da. Da haben wir ihn. Und der kann dann so ganz tolle Sachen machen. Also man kann im Endeffekt mit einem Läuterungsstab, wie man hier sieht, das viermal, glaube ich, machen. Man kann viermal, glaube ich, läutern, dann ist der, dann funktioniert das, was der Läuterungsstab macht, nicht mehr. Ich glaube, das ist so. Das heißt also, man eventuell, wenn man ein paar mehr von solchen Dingern zerstören möchte, auch noch einen zweiten oder dritten Läuterungsstab vielleicht später auch nochmal haben sollte. Ja, wir schauen uns beim nächsten Mal dann nach Garrett um, sagen ihm das und werden dann in die Katakomben da gehen und diesen Hebel segnen und uns dann langsam aufmachen zu diesem, ja, sag mal, eventuell ein Easter Egg, was vielleicht auch keins ist, aber ich finde es halt toll, dass sie sowas eingebaut haben. Und dann haben wir eigentlich auch schon alles von der Insel hier gesehen und können dann den Kampf machen. Also das ist nicht mal viel. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und dann machen wir mal weiter. Also, haut rein. Tschüss.